Hallo, mein Name ist Claudia. Das war ich vor 10 Jahren. Sehen Sie einen Unterschied? Wenn Sie genau hinsehen, können Sie erkennen, dass sich einiges vergrößert hat. Meine Hände, meine Füße, mein Kiefer, meine Nase. All diese Veränderungen kommen von einer Erkrankung namens Akromegalie. Das ist die seltene Erkrankung, über die ich heute sprechen möchte. Akromegalie ist eine endokrinologische Erkrankung, die zu einer Überproduktion von Wachstumshormonen führt. In den meisten Fällen ist ein gutartiger Tumor in der Hypophyse die Ursache dafür. Diese kleine Drüse im Gehirn regelt eine Vielzahl von Hormonen im menschlichen Körper. Der Überschuss am Wachstumshormon verursacht mit der Zeit eine Vergrößerung von Gewebe und Organen, die sich zum Beispiel dadurch zeigt, dass Schuhe zu klein und Ringe zu eng werden oder die Stimme tiefer wird. Aber auch sonst gibt es Symptome, die unsere Lebensqualität einschränken. Dazu gehören Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Herzprobleme, Bluthochdruck, Diabetes oder eine Verschlechterung der Sehkraft. Zum Glück kann man ein weitgehend normales Leben führen, wenn Akromegalie rechtzeitig entdeckt wird. In vielen Fällen kann der Tumor operiert werden. Sollte das nicht möglich sein oder trotz Operation noch Wachstumshormon produziert werden, kann Ihnen der Arzt eine medikamentöse Therapie verschreiben, mit dem Ziel, die Ausschüttung von Wachstumshormon einzuschränken bzw. deren Folgen zu minimieren. Das Problem ist, dass die Veränderungen oft schleichend passieren und die Symptome meist unspezifisch sind. Patienten müssen viele Fachärzte konsultieren, bevor sie nach vielen Jahren endlich eine Diagnose bekommen. Das heißt, bei Diagnose ist die Akromegalie oft schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Das könnte bei frühzeitiger Diagnose vermieden werden. Deshalb ist es wichtig, die Symptome und die Untersuchungen gut zu kennen. Standardbluttests, um Wachstumshormon oder den insulinähnlichen Wachstumsfaktor IGF-1 zu messen und ein MRT. Aber bis wir eine Diagnose bekommen, leben wir mit großer Unsicherheit. Es ist frustrierend, dass niemand versteht, was uns fehlt. Es ist nicht leicht, mit einer Erkrankung zu leben, die zu einer Veränderung des Aussehens führt. Die Ursache bleibt lange unklar. Dies kann zu Zurückweisung und Isolation führen. Eine Diagnose ermöglicht es, ein weitgehend normales Leben zu führen. Es gibt viele gute Fachärzte und Selbsthilfegruppen, die uns auf unserem Weg unterstützen. Deshalb ist es auch so wichtig, ein Bewusstsein für die Erkrankung und ihre Symptome zu schaffen. Dies fördert nicht nur eine frühzeitige Diagnose, sondern auch das Verständnis für die Erkrankten. Informieren Sie sich über Akromegalie, bevor das Problem größer wird.